In diesem Video geht es um die sogenannten MNA-Stempel für die modifizierte Knotenspannungsanalyse. Diese Abkürzung MNA steht für das englische Wort Modified Nodal Analysis, also auch für die modifizierte Knotenspannungsanalyse. Wenn man sich dieses Video anschaut, sollte man so ganz ungefähr, ganz grob wissen, wie die herkömmliche und auch wie die modifizierte Knotenspannungsanalyse funktionieren. So, was ist jetzt die Idee von diesen Stempeln? Die Stempel helfen einem, den Aufbau der Matrizen bei dieser Knotenspannungsanalyse besser zu verstehen, weil die eine einfachere Beschreibung des Aufbaus dieser Matrizen liefern. Und jedes Bauelement hat dabei seinen eigenen Stempel. Warum diese Stempel Stempel heißen, da kann ich am Ende des Videos vielleicht nochmal drauf zurückkommen. So, die ersten Bauelemente, für die wir uns diese Stempel anschauen, ist eine Admittanz, eine komplexe Admittanz, deswegen bekommt ihr einen Strich drunter, und eine komplexe Impedanz. Und die Admittanz stellen wir einfach dadurch so ein Symbol von einem Widerstand. Ich male das ja jetzt nicht aus. Und in dem Netzwerk ist dieses Schaltelement, diese Admittanz, dann zwischen einem Knoten I und zwischen einem Knoten J angeschlossen. Wie man dann weiß, ergeben sich dann in der Matrix, in der Knotenadmittanzmatrix, in der Y-Matrix, das soll jetzt eben nicht nur das Bauelement sein, nicht nur diese Admittanz, sondern das soll die Knotenadmittanzmatrix sein für die herkömmliche Knotenspannungsanalyse. Und in dieser Matrix ergeben sich dann folgende Einträge in der i-ten Zeile und in der j-ten Zeile und in der i-ten Spalte und in der j-ten Spalte. Steht dann halt jeweils der Wert dieser Admittanz drin auf der Hauptdiagonale, also in der i-ten Zeile und i-ten Spalte und j-ten Zeile und j-ten Spalte, und auf den Nebendiagonalen zwischen diesen Knoten steht eben die negative oder der negative Wert oder der inverse Wert dieser Admittanz. Ja, das ist eigentlich dann alles, was von dieser Admittanz hier in dieser Matrix auftaucht. Und wenn einer dieser Knoten 0 ist, also entweder der hier oben oder der hier unten, beide können ja nicht gleichzeitig 0 sein, dann gibt es eben keine nullte Zeile und keine nullte Spalte in dieser Matrix. Dann hat dieses Bauelement, diese Admittanz, entsprechend nur einen Eintrag in dieser Matrix. Also entweder hier an dieser Stelle oder eben an dieser Stelle, je nachdem, ob jetzt gerade I 0 ist oder J 0 ist. So, wie sieht das aus bei einer Impedanz? Eine Impedanz als Schaltbild sieht ja letztendlich ganz genauso aus. Auch hier nehmen wir mal an, dass die zwischen Knoten I und Knoten J angeschlossen ist, und bezeichnen die mal auch einfach mit Z. So, und bei dieser Impedanz gibt es jetzt einen Unterschied, dass hier eben auch gleichzeitig dann der Strom berechnet wird, der durch diese Impedanz durchfließt, als komplexer Zeiger, wenn wir das im Frequenzbereich machen, und eben auch gleichzeitig die Spannung berechnet wird, die über dieser Impedanz abfällt. Und wenn man mal das übliche C-File-System für einen Verbraucher nimmt, dann zeigen halt hier der Strom und die Spannung in die gleiche Richtung. So, welche Einträge ergeben sich jetzt in der Matrix? Hier passiert was in dieser ganzen großen MNA-Matrix, in der A-Matrix. Und zwar ergeben sich dort folgende Einträge. Hier müssen wir jetzt sozusagen drei Zeilen und drei Spalten betrachten, nämlich auch wieder die i-te-Zeile und die j-te-Zeile und die i-te-Spalte und die j-te-Spalte. Und dann taucht noch eine zusätzliche Zeile und eine zusätzliche Spalte auf, die bezeichne ich hier mal mit Z. Und Z ist die Nummer der Impedanz. Also wir müssten dann, wenn wir Impedanzen mit berücksichtigen, die Impedanzen in dem Netzwerk vorher durchnummerieren, sodass jede Impedanz eine fortlaufende Nummer hat. Und also eine Nummer Z, und dieses Z bezeichnet dann eben diese Zeile und diese Spalte in dieser Matrix. So, was tauchen jetzt hier für Einträge auf? Diese Einträge hier sind überall 0, also das ist ja die
herkömmliche Knotenadmittanzmatrix. Da wir das jetzt eben nicht als Admittanz, sondern als Impedanz beschreiben, sind diese Einträge alle 0. Und ja, wenn halt Strom und Spannung und so weiter in diese Richtung zeigen, von Knoten I zum Knoten J, dann steht hier eine 1 und hier eine minus 1 und hier steht auch eine 1 und eine minus 1 und hier steht genau der negative Wert von dieser Impedanz. Und was dann eben nebenbei auch noch passiert im Vektor der Unbekannten, da müssen wir auch, das ist ja ein Spaltenvektor, der hat nur eine Spalte, aber eine ite Zeile und eine jte Zeile und eben auch eine Zeile zugehörig zu der Nummer dieser Impedanz. Hier steht eine 0 und hier steht eine 0 und hier bekommt man dann den Strom raus, der durch diese Impedanz durchfließt. Und wenn wir den Strom haben durch diese Impedanz, dann könnten wir daraus auch die Spannung über diese Impedanz ausrechnen. So, jetzt kann man sich fragen, naja, Impedanz und Admittanz ist ja irgendwie ziemlich ähnlich, weil das ist halt einfach das Reziproke voneinander. Warum sollte ich jetzt einmal ein Element, also was ja das gleiche Element ist, durch eine Admittanz beschreiben und einmal durch eine Impedanz beschreiben? Der Unterschied ist einfach, hier bei der Admittanz ist eben der Strom, der da durchfließt, der ist nicht gesucht. Und bei dieser Impedanz hier, da würden wir den Strom, der da durchfließt, gleich mit ausrechnen. Also wenn wir diesen Strom suchen, dann sollten wir das Bauelement als Impedanz in diesem Netzwerk unterbringen. Wenn wir den Strom nicht suchen und uns nur der Einfluss dieser Impedanz oder dieser Admittanz auf die anderen Ströme und Spannungen im Netzwerk interessiert, dann können wir das auch einfach so unterbringen und sparen halt eine Zeile, eine Spalte in dieser Matrix, in diesem Gleichungssystem. Dann ist das ein bisschen kleiner und einfacher zu lösen. Letztendlich, wenn man das Gleichungssystem dann sowieso von einem Computer lösen lässt, dann ist dem das eigentlich relativ egal, wie groß das ist, solange es halt nicht bombastisch groß wird. Deswegen, ja, würde man dann in der Praxis im Normalfall einfach alle Bauelemente als so eine Impedanz unterbringen und dann kommt halt aus dem Gleichungssystem auch gleich der Strom raus automatisch, der durch dieses Bauelement fließt. So, ein weiterer Vorteil ist, wenn jetzt wir zum Beispiel die Admittanz von einer Induktivität haben, dann ist die 1 durch J Omega L. Ja, und wenn das Omega, wenn die Frequenz eben sehr klein wird oder gegen 0 geht, dann wird diese Admittanz sehr groß oder geht gegen unendlich und dann hätte man in dieser Matrix einen Eintrag unendlich, dann lässt sich diese Matrix nicht mehr so ohne weiteres invertieren. Wenn man jetzt die Impedanz eben aufschreibt von einer Induktivität, dann ist das einfach J Omega L. Und wenn die Frequenz klein wird oder gegen 0 geht, dann wird halt diese Impedanz auch einfach klein und geht gegen 0. Dann hätten wir hier in dieser Matrix einen Eintrag 0. Das wäre nicht schlimm. Trotzdem könnten wir diese Matrix noch invertieren. Na, genau andersrum verhält sich das jetzt halt bei der Kapazität. Also bei der Kapazität wird halt hier die Impedanz unendlich. Und dann kriegen wir hier ein Problem. Dann müsste man die Kapazität eben als Admittanz dort oben unterbringen. Ja, und ein so ein Vorteil an dieser Impedanzgeschichte ist ja auch noch, wenn man jetzt mal einen Kurzschluss zwischen zwei Knoten realisieren will, dann kann man auch einfach diesen Stempel oder diese Einträge nehmen und setzt diese Impedanz halt einfach auf 0 und Impedanz gleich 0 ist ja das gleiche wie ein Kurzschluss. So, das waren die Stempel für die Admittanz und für die Impedanz. Und jetzt muss ich hier auch mal großzügig Platz schaffen. Und die nächsten Sachen, die wir uns anschauen wollen, sind eine Stromquelle, die nenne ich mal IQ, und eine Spannungsquelle, die nenne ich mal UQ. So, und die Stromquelle sieht als Symbol eben so aus. Auch hier sagen wir, die ist zwischen Knoten I und Knoten J angeschlossen und der Strom von dieser Stromquelle, der soll mal in diese Richtung fließen. Und nenne ich mal auch einfach I.
So, welche Einträge erzeugt jetzt diese Stromquelle in den Matrizen? In den Matrizen eigentlich keiner, aber in diesem Vektor, nämlich in dem Vektor der Quellen, der Stromquellen, passiert dann eben in der i-ten Zeile und in der j-ten Zeile was. Und dieser Vektor hat ja nur eine Spalte. Na, und jetzt können wir schauen, dieser Strom fließt auf den Knoten i zu, also muss hier der Wert dieser Quelle positiv auftauchen und dieser Strom fließt vom Knoten J weg. Also muss hier der Wert dieser Stromquelle negativ auftauchen. So, und das ist alles, das sind alle Einträge, die diese Stromquelle in den Matrizen erzeugt. So, bei der Spannungsquelle sieht das jetzt ist das ein bisschen mehr. Ich zeichne erstmal die Spannungsquelle auf. Die soll allgemein so aussehen. Auch die ist zwischen einem Knoten I und einem Knoten J angeschlossen. Wir sagen mal, dass der Strom in die gleiche Richtung fließen soll. Also das ist der Strom, der durch diese Quelle durchfließt. Und im Erzeuger-Zählfallsystem zeigen ja Strom und Spannung in unterschiedliche Richtungen. Also ist das die Spannung, die ideale Quellspannung, die konstante Quellspannung dieser Quelle. So, diese ideale Spannungsquelle erzeugt jetzt folgende Einträge in den Matrizen, in der MNA-Matrix, in dieser A-Matrix. Auch hier brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Platz. Passiert etwas in der i-ten Zeile und in der j-ten Zeile und i-ten Spalte und j-ten Spalte und auch in der Zeile M und in der Spalte M. Und das M war eben die Nummer der Spannungsquelle. Also für die modifizierte Knotenspannungsanalyse muss man alle diese Spannungsquellen durchnummerieren. Jede bekommt eine fortlaufende Nummer und diese Nummer ist das M. So, diese Einträge hier oben sind alle wieder 0. Und wenn jetzt eben dieser Spannungsfall so ist, dass der vom Knoten I zum Knoten J zeigt, dann steht hier eine minus 1 und hier eine 1 und hier eine 1 und hier eine minus 1 und hier unten steht einfach eine 0. In dem Vektor der Unbekannten in dem x-Vektor. Dieser Vektor hat nur eine Spalte. Da passiert dann auch in der i-ten Zeile und in der j-ten Zeile nichts. Und in der Zeile i kommt eben genau der Strom raus, der hier durch diese Quelle durchfließt, und zwar vom Knoten j zum Knoten i. Ja, und auf der rechten Seite des Gleichungssystems, in dem Vektor der Quellen, in diesem z-Vektor, auch dieser Vektor hat nur eine Spalte. Da passiert auch in der i-ten Zeile und j-ten Zeile nichts, da stehen einfach Nullen. Und in der Zeile m, in der Zeile, die zur Nummer dieser Spannungsquelle gehört, da taucht dann der Wert dieser Spannungsquelle auf. So, und ja, wie man sieht, bei dieser Stromquelle, da setzen wir nur den Strom ein. Wir wissen auch am Ende nicht, das kommt hier nicht direkt raus, welche Spannung jetzt über dieser Quelle abfällt. Wir würden natürlich diese Knotenspannung ausrechnen, könnten daraus auch diese Zweigspannung ausrechnen, aber im Normalfall ist jetzt die Spannung, die darüber abfällt, erstmal nicht gesucht. So, und bei der idealen Stromquelle sehen wir, der Strom, der durch diese Quelle durchfließt, den bekommen wir hier direkt als Lösung dieses Gleichungssystems in diesen Vektor der Unbekannten raus. Also den Strom, den würden wir mitberechnen, oder wir könnten sagen, ne, der Strom würde uns hier interessieren, der ist gesucht. So, und jetzt kann man vielleicht auch ganz gut erkennen, warum diese Stempel Stempel heißen. Naja, weil das halt wie so ein, ja, wie ein Stempel ist, wie eine Maske, die uns zeigt, wir müssen, ne, wenn wir dieses Bauelement haben und das eben zwischen diesem und diesem Knoten angeschlossen ist und diesen Wert hat, dann müssen wir genau an diese Stellen in der Matrix eben diese Werte reintun, sozusagen in die Matrix reinstempeln, in diesen Vektor reinstempeln, in diesen Vektor reinstempeln, und müssen uns nicht diese ganzen Regeln merken. Also wenn das höhere Potenzial der m-ten Spannungsquelle am Knoten I angeschlossen ist und so weiter, dann steht da halt eine minus 1 und 1 und so weiter, sondern nur sehr einfach, sehr klar aufgeschrieben,
Spannungsquelle zwischen diesen beiden Knoten. Die Spannungsquelle hat diese Nummer und dann tauchen in der Matrix genau diese Einträge auf. Ist einfach ein bisschen kompakter und ein bisschen schöner aufgeschrieben, als wenn man sich das in Satzform oder in Prosa notieren würde. So, und jetzt kann man solche Stempel noch, ich schaffe mal nochmal großzügig Platz, jetzt kann man solche Stempel auch noch für alle möglichen weiteren Bauelemente aufschreiben und sich aufmalen. Das will ich jetzt hier gar nicht im Detail tun. Ich will halt nur sagen, für welche Bauelemente man sowas noch machen kann. Wenn man mal in die Literatur schaut, dann findet man die halt relativ schnell. Und zwar gehören zu solchen Bauelementen, für die es noch MNA-Stempel gibt, zum Beispiel ein DC-Block, also eine unendlich große Kapazität, mit der man eben Gleichspannungen oder Gleichströme abblocken kann. Genauso findet man auch MNA-Stempel für einen sogenannten DC-Feed. Den malt man typischerweise durch so ein Induktivitätssymbol, das nur drei Kringel hat. Und ein solcher DC-Feed ist eben eine unendlich große Induktivität. Mit einer unendlich großen Induktivität kann man Wechselströme abblocken. Und einen solchen DC-Block und einen solchen DC-Feed kombiniert man mal ganz gern zu einem sogenannten Bias-T. Das sieht dann so aus. Und was man hiermit jetzt eben machen kann, ist, wenn man hier vorne ein Wechselspannungssignal, ein AC-Signal und ein DC-Signal drauf gibt, dann blockt diese unendlich große Kapazität, dieser DC-Block blockt den DC-Teil ab, sodass hier nur der Wechselspannungsanteil des Signals rauskommt und dieser DC-Feed, diese unendlich große Induktivität, blockt den AC-Teil ab, den Wechselspannungsteil ab, sodass hier nur der Gleichspannungsanteil rauskommt. Und da kann man sozusagen ein Signal in seine beiden Anteile trennen. So, dann gibt es noch MNA-Stempel für Transformatoren. Und ein Transformator ist ja nichts anderes als zwei Induktivitäten oder zwei Spulen, die um einen gemeinsamen Eisenkern gewickelt sind. Diesen Kern kennzeichnen wir dann manchmal noch ganz gern durch diese beiden Striche. Na, ein Transformator, oder wir könnten eben auch allgemein sagen, wenn es irgendwie zwei gekoppelte Induktivitäten gibt, die miteinander verkoppelt sind und die beide so eine bestimmte Richtung haben, dann gibt es auch für solche gekoppelten Induktivitäten direkt einen MNA-Stempel, wenn diese Kopplung eben so und so groß ist und so weiter. Ne? Und wenn dieser Knoten eine bestimmte Nummer hat und dieser Knoten und dieser Knoten und dieser Knoten, dann gibt es in der A-Matrix und so weiter diese und diese Einträge. So, dann gibt es noch alle möglichen Bauelemente, die so in der Schaltungstechnik und in der Hochfrequenztechnik Einsatz finden, zum Beispiel für Operationsverstärker findet man direkt MNA-Matrix-Einträge, für Abschwächer, für Bauelemente oder für Bauelemente, die ein Signal abschwächen, findet man die MNA-Einträge genauso für Verstärker, mit dem man ein Signal verstärken kann. Ja, und dann kommen halt so, dann findet man auch MNA-Stempel für Bauelemente, die halt ja schon sehr speziell Hochfrequenz- oder kommunikationstechnische Anwendungen haben, zum Beispiel Isolatoren, also Bauelemente, die ein Signal nur in die eine Richtung durchlassen und wenn das hier dann irgendwie reflektiert wird oder zurück will, dann blocken die das halt ab. Dann, was man zum Beispiel in jedem Empfänger von einem Handy braucht, ist ein sogenannter Zirkulator. Ja, der hat halt üblicherweise drei Anschlüsse. Wenn man hier ein Signal drauf gibt, dann kommt das hier raus. Ja, also das wäre sozusagen die Sendestufe. Wenn man was sendet, dann kommt das an der Antenne an. Und wenn die Antenne was empfängt, dann soll das zum Empfänger kommen. Ja, also der Zirkulator gibt das immer einfach an den nächsten Ausgang weiter, das Signal. Dann auch wichtiges Bauelement in der Hochfrequenztechnik ist ein sogenannter Richtkoppler.
Der hat auch drei oder vier Anschlüsse. Wenn wir ein Signal hier lang schicken, dann wird das hauptsächlich da durchgeleitet und ein kleiner Anteil wird eben ausgekoppelt, um den zum Beispiel zu messen. Ein vorletztes Bauelement wäre noch ein Phasenschieber, mit dem man die Phase, das kennzeichnet man ganz gerne mal so, von einem Signal beeinflussen kann. Und dann findet man auch noch MNA-Stempel für sogenannte Gyratoren oder Impedanzwandler. Bei denen ist das so, auf dem Vorwärtspfad wird dem Signal ja, zusätzliche Phase, nämlich genau 180 Grad erzeugt. Und wenn das Signal dann zurückkommt, dann passiert damit gar nichts, dann wird das einfach durchgeleitet. Kann man halt zum Beispiel benutzen, um schaltungstechnisch Induktivitäten in Kapazitäten umzuwandeln und umgekehrt. Also auch wichtig für Operationsverstärker Schaltung. So, für alle diese Bauelemente findet man in der Literatur MNA-Stempel und dann gibt es noch ein paar Bauelemente, ja, die halt dann vielleicht auch noch so in der Elektrotechnik eine Bedeutung haben, nämlich Leitungen. Ein typisches Symbol für eine Leitung sieht vielleicht so aus. Und ja, diese Leitungen können verlustlos sein, die können auch verlustbehaftet sein, die können auch zum Beispiel miteinander gekoppelt sein, direkt für solche gekoppelten Leitungen mit einer bestimmten charakteristischen Impedanz, mit einer bestimmten elektrischen Länge findet man MNA-Stempel in der Literatur. Dann eben auch, ja, wie man zum Beispiel an der Impedanz schon gesehen hat, auch einfach für einen Kurzschluss, auch einfach für einen Leerlauf zwischen zwei Knoten. Dann findet man noch MNA-Stempel für gesteuerte Quellen, zum Beispiel für eine gesteuerte Stromquelle und für eine gesteuerte Spannungsquelle. Und diese beiden Quellen können jetzt jeweils durch eine andere Spannung gesteuert sein, entweder spannungsgesteuerte Stromquellen, spannungsgesteuerte Spannungsquellen oder die können halt auch stromgesteuert sein, stromgesteuerte Stromquelle, stromgesteuerte Spannungsquelle. Ja, je nachdem braucht man dann eben noch Spannungsmessknoten, um die Spannung zu messen, oder man braucht eben irgendwo einen Stromsensor, um den Strom zu messen. Diese Stromsensoren in der MNA-Methode oder in Netzwerksimulationsprogrammen werden häufig dadurch realisiert, dass man einfach eine Spannungsquelle nimmt, der Spannungsquelle den Wert 0 gibt und dann hat man ja vorher gesehen, bei diesem Stempel wird eben der Strom durch die Spannungsquelle mit ausgerechnet. Und wenn die Spannungsquelle den Wert 0 hat, beeinflusst die Schaltung nicht, trotzdem kriegt man eben daraus, welcher Strom da durchfließt, sodass ja, Stromsensoren häufig einfach durch Spannungsquellen mit dem Wert 0 realisiert werden. So, und die letzten drei Bauelemente, für die es auch noch Stempel gibt, ist ein sogenannter Fixator. Das ist eben ein Bauelement, bei dem sowohl die Spannung, die darüber abfällt, konstant ist, als auch der Strom, der hier durchfließt, konstant gehalten wird. Dann, ja, ein Sonderfall davon wäre der sogenannte Nullator. Der würde so aussehen. Hier wäre der Strom einfach 0 und diese Spannung, die da drüber abfällt, die wäre auch 0. Und ja, da eben ein solches Bauelement Strom und Spannung gleichzeitig festlegt oder hier eben auch gleichzeitig auf 0 setzt, ist so ein Netzwerk, wenn man das sowas da reinbaut, häufig überbestimmt von den Gleichungen her, sodass man dann meistens noch ein zweites, sozusagen duales Bauelement dazu braucht. Das ist der sogenannte Norator und an dem Norator sind der Strom und die Spannung, der Strom, der da durchfließt und die Spannung, die darüber abfällt, die sind beide vollkommen beliebig. Und häufig kombiniert man dann eben einen solchen Norator und einen Fixator oder einen Nullator zu einem sogenannten Nullor und das ist dann wichtig, ja auch in Operationsverstärkerschaltung oder in Transistorschaltung, um da zum Beispiel einen bestimmten Arbeitspunkt einzustellen. So, und ja, für alle diese Bauelemente, die jetzt hier aufgezeichnet sind, findet man in der Literatur eben MNA-Stempel und weiß dann, was für Einträge diese Bauelemente in der MNA-Matrix erzeugen.
und kann dann eben auch elektrische Netzwerke mit allen diesen Bauelementen sehr einfach oder vergleichsweise einfach mit Hilfe dieser MNA-Methode oder eben auf Deutsch mit Hilfe dieser modifizierten Knotenspannungsanalyse berechnen.